Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Icarus. Heute gab es ein Update und zwar gibt es seit heute, also muss dazu sagen, heute ist für mich ist Freitag, für euch ist Sonntag. und zwar gibt es jetzt Batterien. Wurde eingeführt. Ich habe noch nicht geguckt, wo. Ich denke mal, es ist auf Stufe 4. Denke ich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht irre ich mich auch. Hier haben wir auf jeden Fall... Ach doch, hier. Ein fortschrittliches Akkumulatorregal. Lagert 6 Millionen und kann maximal... Was ist das? 10.000? Ja, 10.000 pro Sekunde abgeben. Nicht ablecken. Ja, das sollte man vermeiden. Ist relativ günstig, wie es aussieht. Ist ein Flowmeter. Connect this to any resource network for a breakdown of flow rates and devices. Okay. Also damit kann man dann wahrscheinlich einen Überblick behalten, welche Geräte an welchem Netzwerk angeschlossen sind und wie viel Strom die verbrauchen. Das ist ganz cool, weil das war ja immer so ein bisschen das Problem. Was haben wir jetzt hier? Gerät ist im Leerlauf. Gerät ist im Leerlauf. Okay. Weil es jetzt nichts verbraucht oder... Ach, jetzt hat mich der Puma entdeckt. Wo ist er hin? Da. Gut. Ich wollte mal gucken. Eben war ich am... war ich an meinem Betonmischer. Und konnte gar keine Betonteile herstellen, glaube ich. Oder keine Betonmischung. Ach doch, hier. Die haben das... Haben die das verkleinert? Weil es sieht ein bisschen... Es sieht irgendwie schmaler aus. Ich dachte, vorher war das ein Stück breiter. Das hat mich ein bisschen irritiert. Deswegen. Ja, ist anscheinend doch nichts passiert. Funktioniert alles noch. Hier steht jetzt auch da, immer wenn es im Leerlauf ist. Das ist gut. Weil ich glaube, jetzt funktioniert das auch so, wie ich ursprünglich dachte. Ne? Also jetzt zählen wirklich nur die Geräte ins Netzwerk. Oder verbrauchen nur Strom, wenn sie auch tatsächlich aktiv sind. Gut, dann, was haben wir vor? Wir wollten das hier noch upgraden und ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich das Thumbnail der letzten Folge gesehen. Die Hütte, die mir Dolly da, oder Dolly, wie auch immer, da generiert hat, finde ich eigentlich echt nice. Ich habe Bock, die nachzubauen. Und dafür müssen wir natürlich ein bisschen was vorbereiten. Wir machen aber erstmal oben die drei Bodenplatten noch fertig. Ich glaube, es waren drei. Ja, genau. Es waren noch drei. Die machen wir noch schnell fertig. Und dann würde ich mal ganz fix meinen Silizium-Spot abfarmen. Und ich glaube, Stein brauchen wir immer noch. Oder hatte ich das irgendwo zwischengelagert? Nee, ne? Das hatte ich direkt reingeschmissen und komplett verarbeitet. Ja, das sieht so aus. Ich würde aber gerne hier nochmal ein Oxid mitnehmen, das oben in den Oxidator schmeißen. Genau, damit wir einfach noch ein bisschen was da haben. Wir können auch unsere Flasche mal wieder auffüllen. Gut, die Bodenplatten sind fertig. Genau, das mit den Netzwerken und den Speichern, das können wir uns auf jeden Fall auch angucken. Vielleicht nicht unbedingt heute. Ah ne, das ist Stein. Hier ist Concrete. Genau. Aber wie gesagt, erstmal ganz schnell meine Bohre abklappern. Die mitnehmen. Und dann nochmal was anschmeißen. Ich denke mal, wir brauchen noch ein bisschen Stein müssen wir auf jeden Fall noch sammeln. Hier können wir auch wieder ernten. Das sollten wir vielleicht auch vorher machen, ne? Sonst verfallen die ja. Beziehungsweise sind dann halt verdorben. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Ah, gut, okay. Leichter Sandsturm, okay. Ich glaube, damit kommen wir zurecht. So. Dann einmal hier schnell abreißen. Wie geht's dir? Gut.
Das sieht doch gut aus. So, gibt es nochmal Speisekürbis? Warum? Okay, dann schmeißen wir den halt raus. Nochmal Möhrchen. Und die Fasern hauen wir hier rein. Jetzt müssen wir schauen. Baumarzt ist noch genug drin. Die Biospritkanister sind voll. Gut, dann machen wir das ins Inventar und machen hier wieder zu. Ja, solange wieder Sturm ist, würde ich natürlich noch abwarten, ehe wir nach draußen gehen. Und, weiß gar nicht, die Samen, die Saat hat man immer hier drin, genau. Die packe ich da auch wieder rein. Was ist denn da los? Die sind alle alarmiert. Okay. Weiter im Text. Weiter, weiter, weiter. Glas haben wir auch noch ein bisschen. Obwohl, so viel ist es auch nicht mehr, ne? Wir haben noch eins. Das könnten wir eigentlich auch mal rauspacken. Da nicht. Hier ist Gold. Also Gold haben wir echt eine ganze Menge, ne? Und es hatte auch jemand geschrieben, ich weiß es gar nicht. Oh. Michael, Matthias. Entschuldige bitte, wenn ich deinen Namen falsch sage, aber ich soll noch ein paar Platinblöcke machen. Das braucht man wohl für fortschrittlichere Munition. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Hatte ich sowieso mal überlegt, ne, ob wir da nicht mal ein bisschen bessere Munition uns herstellen oder machen. Beziehungsweise erstmal erforschen. Das war aber, glaube ich, auf Rang 3. Genau, was ich auch gesehen habe, genau hier, die Wasserleitungen sind jetzt auf Stufe 3. Biosprit, okay. Ich will eigentlich nicht unbedingt noch mehr mit Biosprit haben. Grundschild. Genau, hier haben wir die neue Munition. Infektiöse Pistolenpatrone. Dann haben wir Brandmunition. Explosive Munition, panzerbrechende Munition. Ich würde das hier vielleicht einfach mal freischalten. Ich meine, Punkte haben wir echt genug. Was haben wir hier? Verbesserte Textilienbank. Ja gut, das war ja alles. Das habe ich ja eh nicht gemacht. Ne? Ich bin ja direkt auf die Kompositrüstung gegangen. Ja, verbesserte Umbaubank. Ach, das ist dann für die fortschrittlicheren Mods. Basisbatterieständer. Wisst ihr was, kommt her. Wir schalten das jetzt einfach mal frei. Ich meine, Punkte haben wir genug. Wir müssen es ja noch nicht gleich bauen. Ich glaube, das macht auch eher Sinn dann für... wenn wir wirklich Solarkollektoren hinstellen. Damit die halt tagsüber das speichern können, damit wir es halt nachts dann verbrauchen können. Zumindest macht das in meinem Kopf so Sinn. Ich denke aber, mit der Annahme bin ich nicht ganz falsch. So. Es ist gleich die schlimmste Phase vom Sturm vorbei. Dann würde ich auch sagen, holen wir schnell das Moa raus. Raus. Hier machen wir wieder zu. Und dann lass uns mal eine Runde laufen. Platin war, glaube ich, direkt hier drüben. Oder war das nicht hier? Irgendwas haben sie auch mit den Tiefenerzdingern geändert. Da kann ich mich aber nicht mehr genau dran erinnern, was das jetzt war. Wenn ich das richtig gelesen hatte, war das wohl, dass die vorher ja aufgebraucht werden konnten und das wohl jetzt nicht mehr der Fall ist. Aber das ist nur eine Annahme, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, richtig gelesen habe. Aber wir suchen uns hier erstmal. Oh ja, Silizium, das sieht gut aus. Machen wir auch gleich voll. Und dann holen wir noch
Gold und Titan ab. Warte mal, Titan hatte ich doch. Titan hatte ich doch in der kleinen Höhle noch, ne? Ich muss mal gucken, wo die war. Ja. Okay, mein Moa kommt da leider nicht rein. Sache, wir kommen rein. Wenn wir uns hier. Holen wir uns ja schnell unser Titan noch ab. Vielleicht auch noch ein bisschen Eisen. Ja, doch, das würde ich noch mitnehmen. Eisenerz brauchen wir doch noch ein bisschen was. Hätte ich so gar nicht gedacht, aber doch, wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Wo? Wo bist du? Ah, da. Alles klar. Das war wohl nix, hä? Du kannst ruhig weiter produzieren. Alles kein Problem. Lass dich nicht stören von mir. So, nur noch ein. Perfekt. Okay, das nervt mich. Ich werde jetzt nicht umher springen. Ich nehme einfach noch ein bisschen was mit. Wie viel haben wir jetzt? 100, 200, 300. Das reicht, das sind 150 Barren. Wir wissen ja, dass wir hier noch was haben. Im Zweifel, wenn ich noch was brauche, nehme ich es oder hole ich es mir dann einfach. Genau, und ansonsten machen wir uns jetzt einfach auf in Richtung Gold und Titan. Holen da den Rest noch ab. Ich glaube, für Gold musste ich hier lang, ne? Genau. Dann sammeln wir noch ein bisschen Stein, machen noch ein bisschen Betonmischung. Und dann sieht es doch eigentlich echt gut aus. Ich glaube, dann kann ich mich gar nicht beschweren. Ich habe meine Sauerstoffflasche vergessen, sehe ich gerade. Ich vergesse auch immer irgendetwas, oder? Es gibt keine Tour, auf die ich gehe, ohne dass ich irgendwas vergesse. Aber hey, dann hat das Space Lab Commander wenigstens was zu lachen. So. Das war, glaube ich, da hinten. Schade, dass die Moas im Laufen nicht springen können. Ne? Also ich kann jetzt nicht hier sagen, springen. Und die müssen immer stehen. Das ist ein bisschen schade. Jetzt könnte man einfach über solche Abgründe springen. So. Ja, 195 Titan. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ja, ist gut. Jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Was ist denn das? Was ist denn das? Ist das Kohle? Ja, okay, das ist Kohle. Ich dachte jetzt schon, das wäre was das Geheimnis, was wir da jetzt gefunden haben. Aber nein, leider nicht. Gut. Dann bringe ich das jetzt zurück und dann, wie gesagt, dann bauen wir noch ein bisschen Stein ab. Und dann würde ich... Irgendwann, das machen wir halt auch nicht heute, meine Hütte so upgraden, wie auf dem Bild. Da habe ich richtig Lust drauf. Noch mit so einem richtig schönen Winterkärtchen dran. Für die, für unsere Beete. So. Hier kann ich die Kanister wieder reinschmeißen. Dann können die nämlich erstmal wieder voll tanken. So, dich baue ich wieder ein. Perfekt. Ach, es läuft alles so schön. Meistens. Meistens. Individuelle Fehler gibt es natürlich immer. Gerade von mir. So, genau. Optional. Okay, hier kann man sogar Wasser anschließen. Für was ist denn Wasser? Ach, hier.
Für Lehmziegel. Okay. Ich glaube, das kann ich gar nicht machen. Das ist nicht für die normale Icarus-Variante. Glaube ich. Das Platin machen wir noch mit rein. Eisen. Und das Silizium. Wir brauchen nämlich auch noch ein bisschen Glas. Und Gold. Hopp. Was soll ich sagen? Gold halt auch, ne? So. So. Gut. Ich hole mal meine Sauerstoffflasche wieder. Und dann brauchen wir Stein. Genau. Ach, zum Reparieren brauche ich ja für die bestimmt auch einen Titanblock, ne? Für die Spitzhacke. Alles andere würde halt auch keinen Sinn machen. Okay, der geht nicht abzubauen. Das geht abzubauen. Das geht auch nicht, okay. Da ist ein Skorpion. Oh, das geht. Das ist ein Riesensteinblock. Oh, wenn jetzt die 1% Chance triggern würde. Da wären wir einmal richtig schön voll. Ah, jetzt ist er rausgekommen, der Skorpion, glaube ich. Kann das sein? So, mal gucken, dass er nicht irgendwo ein Puma ransprintet. Mich gleich von hinten anspringt. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Der Spitzhacke, ey. Mit den neuen Perks, die ich da freigeschaltet habe, ne, hier, mehr Geschwindigkeit. Das ist schon nice. Das geht schon ab. Guckt euch an. Zack, 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 zack. Hochgestuft. Okay. Nur durch Stein abbauen. Oh. Oh, da ist er. Oh, noch einer. Okay. Gleich zwei. Okay, dann muss ich mich zu Hause wieder verbinden. Nice, so viel haben wir jetzt eigentlich nicht gemacht, ne? Trotzdem schon wieder das nächste Level ab. Achso, was ich noch dazu sagen muss. Ich hatte letzte Folge ja gesagt, Ende der letzten Folge, wir machen die Talentpunkte noch zusammen. Ich habe sie dann doch selber gemacht, weil ich es einfach vergessen habe, in der Folge noch zu machen. Ja, ich habe, glaube ich, noch mehr Ertrag durch Abbau genommen. Und ich glaube, weniger Ausdauerverbrauch beim Spitzhacken. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ah, nee, ich glaube, es war irgendwas Richtung Landwirtschaft. Echt irgendwas anderes frei. Wir können ja gleich nochmal gucken. Ich habe ja eh noch einen Talentpunkt frei. Da gucken wir direkt mal, was ich da freigeschaltet habe. Nur damit ich euch natürlich auch mit daran teilhaben lasse. So. Oh, jetzt noch ein Stückchen. So, mitten in der Luft hängt. Muss das nicht sein. Das sieht gruselig aus. So. Jetzt sind wir richtig schön voll. Wie viel Stein haben wir denn? 600.000, 200.000, 300.000, 400 fast. Das ist gut. Das klingt schon richtig gut. Oh Mann, ey. Lauf, 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 lauf. Das letzte Silizium habe ich jetzt eingeschmolzen, ne, was wir geholt hatten. Genau. Und dann, ich hatte ja noch was rumliegen. Nur damit wir direkt nochmal... Ich will nochmal kurz wegen Baumharz gucken. Ich würde das mal mitnehmen. Das muss ja nicht unten versauern. Gut, und dann, nee, Silizium nehmen wir auch mit. Und dann schmeißen wir hier nochmal an, was geht. 65. Gut, Bottleneck ist diesmal Silizium. Das ist aber okay.
ich die restlichen Steine jetzt noch mit hier rein. Oder so. Die Steine werden eh alle verbraucht jetzt. So, und dann das, dann das, dann das. Na, ich sollte vielleicht ein bisschen Platz lassen. Können wir auch später reinpacken. So, dann gehen jetzt die Betonmischung da durch. Können wir mal gucken, wie weit das hier ist. Ist noch am Produzieren. Na gut, Titan braucht halt ewig, gell? Warte mal, wo kann ich das denn reparieren? Bei der Gießerei. Okay. Na, aber das brauche ich jetzt noch nicht. Ich glaube, das wäre Verschwendung, das jetzt schon zu machen. Gut. Gut, gut, gut. Wir wollten gucken. Talente, genau. Ich hatte hier irgendwas freigeschaltet. Und zwar... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, worauf ich hier... Ach doch, hier. Nahrungsmitteleffekte. Genau. Die hatte ich genommen, weil ich dann hier runter wollte. Genau, plus ein Platz im Magen. Das wollte ich mir freischalten. Dafür brauchen wir aber die letzte Stufe. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Ich glaube, bis 60 gibt es diese Punkte. Ja, stand in den Kommentaren. Bis 60 gibt es diese, also bis Level 60 gibt es diese Punkte danach nicht mehr. Und hier gibt es halt unbegrenzt. Also ja, da können wir quasi alles freischalten, ohne jetzt auf irgendwas achten zu müssen. Ich glaube, jetzt sind wir sowieso an einem Zeit oder an einem Punkt angekommen, wo das halt vollkommen egal ist. So, das Schweinchen noch. Na, hör auf zu zucken. Hab ich nicht gesagt. Ja, und wenn ich dann endlich meine Hütte auf einem Stand habe, wie ich es haben will, dann machen wir definitiv mal eine Operation. Das will ich auf jeden Fall mal machen. So. Genau, davon haben wir nämlich nicht mehr so viele. Was ist denn das? Das will ich doch gar nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ein Puma. Zwei Pumas. Wo kommt die denn her? Wird die jetzt von dem Schuss angelockt? Vermutlich, ne? So, einer. Und Numero Boss. Ich glaube, wir haben... Oh, Schwächen freigeschaltet. Aber ich glaube, das wissen wir schon. Einfach in den Kopf. Einfach Headshot und gut ist. Okay. So, wo hatte ich denn die Verbände hingeparkt? Wo waren die Verbände? Ich glaube, das hier kann ich... Ah ne, kann ich noch nicht ausstellen. Hier waren die Verbände. Ich brauche nur einen. So. Ja, aber ich glaube, diese Schnittwunde da geht halt nicht von allein weg. Die müssen wir so regeln. Das müssen wir so regeln. Gut. Was hatte ich jetzt vor? Wartet mal. Ich wollte auf jeden Fall die Knochen hier noch mitnehmen. Genau. Weil Epoxid brauchen wir auch. Und das auch gar nicht mal so wenig. Rein da. Platin haben wir echt genug. Ich wollte mir mal angucken, was die neue Munition kostet. Aber das ist eigentlich unabhängig. Unabhängig von dem, was ich, glaube ich, vorher vorhatte. So. Das kann aus. Und das lässt sich doch bestimmt hier herstellen, oder? Randmunition für Pistole. Panzerbrechende Gewehrmunition. Ah, mit normaler Munition und Platinblech. Hm, deswegen Platin. Okay, 250 Projektierschaden. Gehärtete Punktdurchdringung. Was ist das? Gehärtete Punktdurchdringung? Was ist Brandmunition?
Brandmunition gibt es aber nicht fürs Gewehr, oder? Ach doch, hier. Also, brennt das dann? Vermutlich, ne? Ich würde mir mal eins herstellen. Einfach mal ausprobieren. Müssen wir halt nur irgendwas treffen, was nicht gleich tot ist. Ansonsten panzerbrechende Gewehrmunition könnte für sowas, wir machen einfach mal. Platinbleche brauchen wir jetzt eh nicht. Könnten wir vielleicht für die Elefanten nehmen. Dann könnten wir uns vielleicht wirklich mal an den Elefanten ranwagen. Gut. Ich glaube, man konnte auch Munition wechseln. Ne? Munitionstyp. Nehmen wir mal die Brandmunition. Probieren das mal aus. Wir müssen halt, wie gesagt, nur irgendwas treffen, was nicht gleich beim ersten Schuss kaputt geht. Die Frage ist, was? Was geht nicht beim ersten Schuss kaputt? So, ein Skorpion. Der definitiv nicht. So, und jetzt, er brennt, ja. Er brennt. Er brennt eine ganze Weile. Okay, er ist tot auf jeden Fall. Gut, das hat auf jeden Fall geklappt. Jetzt müsste ich die Panzerbrechende nochmal probieren bei einem Skorpion. Kommt auch ein Hyäne angerannt. Lass uns mal weggehen. So, dann suchen wir jetzt noch einen Skorpion. In der Hoffnung, die Munition testen zu können. Wo könnte hier was sein? Ich glaube, da liegt noch Silizium. Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir natürlich mit. Wir konnten ja auch aus Schwefel-Epoxid herstellen, glaube ich, ne? Ja, nicht nur aus Knochen. Lass uns noch mal ein bisschen Schwefel mitnehmen. So, panzerbrechende Munition ist eingelegt. Jetzt brauche ich nur ein Opfer. Oder halt ein Elefant, aber ich weiß nicht, wie lange der mich verfolgt. Ob ich das überlebe. Gehen wir hier hoch. Oh, da ist, glaube ich, einer. Ist das ein Skorpion? Ja. Okay. Okay, 300. Okay. Die macht weniger Damage als die. Das stand aber vorher da. Die macht ja nur 300. Oh. Du hast mich schon wieder verletzt. Mann! Du. Lass mich doch einfach in Ruhe. Gut. Oh, das war ein schöner Treffer. Lauf, 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 lauf. Ich habe da, glaube ich, gerade seinen Rüssel gesehen über mir. Oh, ich habe ihn gesiegt. Oh, im Springen. Habt ihr das gesehen? Mega. Und wir können ihn sogar heute. Geil. Ja, krass. Wir sind definitiv Großwildjäger. Ahu. Okay, weiß jetzt nicht, ob mir die Panzerbrechende da jetzt was gebracht hat. Oder nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber, ja, ich habe einen Elefant besiegt. Eigentlich getötet, nicht besiegt. Also man muss schon so ehrlich sein, ne?
Das war nicht so nett von mir. Es war nicht so nett von mir. Gut, aber wir haben es ausgetestet. Also wir haben die verschiedenen Munitionsarten jetzt mal getestet. Panzerbrechend weiß ich nicht genau. Also könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr dafür, wenn ihr dafür einen Nutzen habt, den ich jetzt übersehen habe. Ansonsten würde ich nämlich einfach bei der normalen Munition bleiben, weil die halt ein bisschen mehr Grunddamage hat. Dann ist noch ein Elefant. Genau, weil die halt ein bisschen mehr Grunddamage hat. Und für meine Zwecke ist das ausreichend. So. Einmal hier rein, bitte. Und das ist die Gemse. Ich glaube, die andere Hyäne würde ich auch noch schnell holen. Ja. Einfach, damit nicht hier irgendwelche Pumas angelockt werden. Gut, 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 gut. Ein bisschen Silizium haben wir noch da. Ich würde noch ein bisschen Betonmischung anwerfen. Was haben wir hier noch an Knochen? Die nehmen wir noch mit hoch. Okay, also das kann weg, das kann eigentlich auch weg, das auch. Schwefel haben wir noch ein bisschen. Und die Knochen auf jeden Fall. Warte mal, jetzt ist die Hyäne doch auch noch fertig, ne? Können wir das da eigentlich auch gleich mitnehmen? Das auch. Ja, obwohl, das ist jetzt da drüben. Da will ich jetzt nicht reingehen. Also nicht extra deswegen die Wand abreißen und dann wieder nur hinbauen müssen. Was wollte ich? Hier hin. So, der eine Knochen kann ruhig auch noch mit dahin. Für Schießpulver brauchen wir auch Schwefel. Brauchen wir mal wieder Munition? Bin unsicher. Machen auf jeden Fall das nochmal. Und mit dem bisschen, was wir hier haben, lassen wir nochmal durchlaufen. Perfekt. Stein. Kann hier auch rein. Schwefel. Ach genau, ich wollte gucken, es gab noch eine zweite Möglichkeit mit Baumharz. Dann würde ich hier vielleicht einmal Baumharz rausnehmen. Und dann hier einmal schnell Epoxid anwerfen. Na, wir machen das nochmal Baumholz. Da haben wir eigentlich genug da. Holz. Und zur Not können wir uns noch was holen. Ist alles nicht so wild. So. Genau, und dann machen wir so viel wie geht. Jetzt. 47. Genau, und den Rest an Baumharz lasse ich erstmal da drin. Beziehungsweise tue ich ihn wieder zurück. Gut. Jetzt haben wir 131 Betonmischung. Das sieht nach einer Menge aus. Ich hoffe, das ist auch eine Menge. Ich würde dann aber, wie gesagt, das Haus ein bisschen umbauen. Dass es zumindest einigermaßen so aussieht wie das auf dem Bild. Weil, wie gesagt, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich denke mal, damit könnten wir in der nächsten Folge beginnen. Und dann kann ich hier vielleicht auch alles mal ein bisschen schöner verkabeln. Ich weiß, da habt ihr mich auch in den Kommentaren schon dafür gerügt, wie es hier aussieht. Ja. Keine Struktur in meiner Kabellage und so weiter. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist auch tatsächlich so. Ja, das werden wir machen. Und dann können wir hier auch nämlich ein schönes Plätzchen für unser Moor hinbauen. Genau. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gern Like und Abo da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann das Haus mal wieder umbauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.